Einen wunderschönen Willkommen zu einer weiteren Runde von The Book of Unwritten Tales. Wir waren hier mit Wilbur stehen geblieben beim hübschen, süßen Karnickel. Und zwischendurch muss ich erwähnen, ein bisschen am Rumton. Zwischendurch muss ich ein bisschen erwähnen. Gerade angefangen. Muss ich erwähnen, es gab etwas Kritik. Also nicht böse gemeinte Kritik, sondern wohlwollend gemeinte Kritik. Ich soll mir doch die ganzen Sachen öfter angucken. Weil ich verpasse zu viel. Und da kommt scheinbar noch einiges. Und ich denke mir immer, wenn ich das einmal angeguckt habe, und ne, dann ist das soweit, ne, es reicht. Nie, hier sind viele Sachen erst beim zweiten, dritten, vierten, siebten Blicken richtig erst am Hervorkommen. Also ich versuche mich dran zu halten, dass wir das auch machen. Zweite Geschichte. Ich habe mich immer gewundert, dass hier die schwarzen Ränder sind. Ja, die sind natürlich ein bisschen doof. Das Spiel ist, glaube ich, damals nicht so hundertprozentig für 16:9 ausgelegt. Die Auflösung 16:9 ist zwar aktiv, aber man sieht hier zum Beispiel, dass die ganzen Hintergrundgrafiken dafür gar nicht ausgelegt waren. Hier ist ein harter Cut, hier kommt, das ist irgendwie zusammengebaut. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, wir machen einfach weiter. Ne? Guck mal, jetzt könnte ich hier nur das Knickel. Ich kann die rechte Maustaste gucken, ne? Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und drücken, bis ihm die Luft bleibt. Ja, es genau. Ist ein Kaninchen. Ein weißes. Was war das gewesen? Was hatte ich gesagt? Animaniacs, ne? Mit Buster Bunny? Genau, die vor Elmira. Elmira hieß sie. Nehmen wir es mit. Wir nehmen es mit. Komm hier, ja, Kleiner. Komm. Keine Chance. Es lässt sich nicht so einfach einfangen. Aber ich wüsste auch sowieso nicht, was ich mit dem Kaninchen anfangen sollte. Ich meine, außer es ganz doll lieb haben. Also wir könnten es fangen. Wir schauen mal den Baum an her. Ein kleiner Baum? Er hat die blutigen Schlachten und den Niedergang der Stadt schadlos überstanden. Ja. Ein Zeichen der Hoffnung. Ja, definitiv. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist, aber er sieht sehr schlank und biegsam aus. Namfoddy. Sehr schlank und biegsam. Ich weiß nicht genau, was das für ein Baum ist. Okay, ich versuche es so oft anzugucken, bis es sich wiederholt, ne? Dein Ring. Neben dem großen Stein liegt ein kleinerer. Er steckt halb im Boden. Können wir den mitnehmen? Neben dem großen... Okay. Ich habe das geheime Reich der Käfer, Wanzen, Flöhe und Spinnen entdeckt. Ist doch gut. Das sah sie nicht. Es hat einen ganz dreckigen Bauch außerdem, ne? Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Sie krabbeln in den Schatten. Sonderlich schnell sind sie dabei aber nicht. Ich könnte sicherlich einige fangen. Nur wo soll ich sie verstauen? Ach so. Die Käfer scheinen das Licht nicht zu mögen. Ich könnte sicherlich... Okay. Die Käfer scheinen das... So. Wir können also dort Käfer sammeln. Merken wir uns. Auwiesen steht da. Keine Ahnung, was es da gibt. Aua. Auwiesen steht da. Sumpf des Todes. Lieber nicht. Klingt irgendwie ungesund. Sumpf. Okay. Da ist die Tür. Da haben wir Wappen. Ich glaube, das ist das Emblem der Stadt. Aber es ist ganz verwaschen und dreckig. Man kann nichts erkennen. Um Seefels wurde in den letzten Jahren mehrere Male hart gekämpft. Die Stadt scheint einiges abgekriegt zu haben. Das mit dem Hasen weiß ich ja, aber trotzdem hier, guck mal, der ist ganz braun unten drunter. Der kriecht so doll im Dreck. So, hier geht's gar nicht... Doch, hier geht's... Was ist das da? Betrachte Schild, da ist nochmal ein Schild. Ach, das Schild. Okay. Hier ist auch nochmal ein Schild. Ich glaube, hier ist ein bisschen was verbuggt gerade. Wahrscheinlich so wie die Ecke hier oben. Okay, Karnickel können wir nicht aufnehmen. Wir haben nur den Ring. Wir gehen rein.
Ich glaube nicht, dass irgendwann jemand aus meiner Familie den Fuß in eine Menschenstadt gesetzt hat. Selbst Opa nicht. Na siehste, bist du der Erste, Wilbur. Ein ziemlich schäbiger Marktstand. Sieht nicht so aus, als wäre da kürzlich etwas verkauft worden. Ein ziemlich schäbig... Okay. Aber hier Wizard. Mit zwei Zs. An der Tür hängen zwei Schilder. Auf dem einen steht Meister Markus Magische Magierschule. Auf dem anderen steht Ich bin gleich wieder da. Beide Schilder sind mit Spinnenweben überzogen. Sie müssen schon seit Tagen oder vielleicht Wochen an der Tür hängen. Ich kenne eine Figur, die auf seinem Hut, auf dem Zaubererhut, Zauberer mit Doppel-B oder im Englischen mit Doppel-Z geschrieben hat. Und das ist Rincewind, der Zauberer aus der Scheibenwelt. Ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf. Wir machen mal auf. Keiner da. Einige Boxen und Schachteln. Sie sind alle leer. Die Umzugsunternehmen müssen sich eine goldene Nase verdient haben, als die Stadt aufgegeben wurde. Dabei verdienen sie sowieso schon nicht schlecht. Sie sind fest in Goblinhand und niemand verhandelt mit denen gerne über ihre Preise. Okay, rechte Maustaste können wir nicht angucken. Guck mal, hier ist außerhalb des Screens. Okay, der wandert hier rüber. So, was haben wir denn hier? Tänzelnder Eberkopf? Was ist denn das für ein Name? Ein schöner Name. Ich war noch nie in einem Wirtshaus mit einem unsinnigeren Namen. Allerdings war ich auch überhaupt noch nie in einem Wirtshaus. Oh, wird Zeit, wird Zeit. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Ein ziemlich dreckiger Der Karren ist schon ganz eingewachsen. Er wurde schon seit Monaten nicht mehr bewegt. Da liegt ein Sack auf dem Wagen. Dem Geruch nach zu urteilen, dürfte er mit vergammeltem Getreide gefüllt sein. Das lecker. Kann ich nicht gebrauchen. Ach, schade. Okay. Wie gehen wir hier rein? Vielleicht geht das ja. Man hört eine Menge Schlechtes über heruntergekommene Gasthäuser. Ach, Quatsch. Andererseits sind sie häufig der Startpunkt fantastischer Abenteuer. Und um ehrlich zu sein, ich habe noch nicht genug davon. Hast du mal das Formular 12b für mich? Das blaue? Nee, ist nur ein grünes. Beeilung, die Post macht gleich Mittagspause. Du willst zur Post? Da komm ich mit. Ich will noch einen Zustellbescheid haben und ein Einschreiben aufgeben. Das ist doch SpongeBob. Was tun Sie da? Was wohl? Siehst du doch. Wir spielen. Oh, verdammt, ich hab meinen Ausweis vergessen. Du kannst dir eine Kopie deines Reisepasses notariell beglaubigen lassen. Warte, ich markiere dir den Notar auf der Karte. Und was spielen Sie? Die einzig wahre Art von Spiel. Ein Rollenspiel. Ui. Rollenspiele sind cool. Und worum geht es bei diesem Rollenspiel? Es spielt in einer fantastischen Welt. Ganz ohne Drachen, Orks und Zauberei. Dafür mit... Oh, hier, komm hierher. Ich habe die Steuerprüfer gefunden. Warte auf mich, bin gleich da. Wenn ich diesen Stempel habe, kann ich endlich das Fiskaljahr abschließen. Nein. Du weißt, was das heißt? Finanzamt. Finanzamt. Und das Spiel macht Ihnen wirklich Spaß? Natürlich. Sicher. Man kann der öden Realität mit all der Magie und den Monstern entkommen. Und man lernt andere Leute kennen. Das Spiel spielen ja nicht nur wir. Es wird weltweit gespielt. Aha. Zurzeit sind 6 Leute online. Also 4 ohne uns. Aber einer ist gerade auf Klo. Und wann ist das Spiel zu Ende? Wann haben Sie gewonnen, meine ich? Gewonnen? Wie im echten Leben gibt es keine Gewinner. Oh. Das Spiel hat kein Ende. Man spielt immer weiter und... Hey, eine Politesse will mir einen Strafzettel geben. Oh nein. Lass sie. Das ist eine Questreihe. Du kannst versuchen, schriftlich Einspruch einzulegen und dann musst du... Das Spiel hört also nie auf? Na toll.
Ich möchte das Spiel nicht spielen. Das ist bestimmt doof. Das ist bestimmt doof. Darf ich fragen, wer Sie beide sind? Natürlich, ich bin Günther Meier, Level 42, Sachbearbeiter bei einer mittelständischen Genossenschaftsbank. Oh. Aber bald will ich umschulen auf Steuerberater mit Spezialisierung auf steuerwirksame Vermögensanlagen. Ui. Da ist noch mehr Musik drin. Und ich bin Martha Deutmer-Spietz, Level 40, Ortsamtsangestellte. Mein Fahrrad hat eine Dreigangschaltung. Nein! Ich habe keine Ahnung, wovon die beiden reden. Vielleicht muss das bei Rollenspielern so sein. Wer Sie beide im echten Leben sind, wollte ich wissen. Ach so. Ich war mal ein erfolgreicher Krämer. Hatte einen Laden hier in der Stadt und viele Marktstände. Jetzt gehört mir nur noch dieser verfallene Stand draußen vor der Tür. Keine Kunden, kein Geschäft. Vielleicht könnte ich ja mal was von Ihnen kaufen. Ja, ja, super. Warum, Und wer sind Sie? Ich bin Meister Markus, der örtliche Magierlehrer. Sie sind der Magierlehrer? Könnten Sie mir vielleicht... Psst! Das Spiel läuft! Und dieser Apparat, was macht der? Na was schon! Wir machen unsere Eingaben und das Gerät zeigt uns, was alle anderen tun. Es speichert unsere Ausrüstung und steuert die Figuren, die nicht von anderen Spielern gesteuert werden. Und wie funktioniert das? Keine Ahnung. Das Ding ist irgendwie mit einem Server verbunden und der sorgt dafür, dass es läuft. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß in... wo auch immer. Also, das Spiel ist so ziemlich das Albernste, wovon ich jemals gehört habe. Ja, stimmt. Warum sollte man aus seiner eigenen Welt in eine Fantasiewelt flüchten, um dort sinnlose Aufgaben zu erfüllen? Tja. Tja. Bibo, wem fragst du das? Wir sehen uns erstmal umher. Im Regal stehen angestaubte Flaschen und Krüge. Einige sind noch halb voll. Vielleicht mussten die Besitzer die Stadt überhastet verlassen. Aber das ist der Besitzer. Anni, wir sind ja in der Taverne. Von Butterbier über Kürbissaft bis Feuerwhisky gibt es hier alles. Aber ich brauche davon nichts. In solchen Gläsern macht Mama zu Hause Apfelmus ein. Allerdings sind unsere kleiner. Da können wir die Käfer einsammeln, ne? Ein großes Einmachglas mit einem Deckel. Es ist leer. Eine Holzkiste mit Werkzeug. Unter anderem eine Säge. Nimmt? Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen-Werkzeugverordnung und genau. Sie ist schon etwas angerostet. Aber ich denke, man kann sie noch benutzen. Die Säge entspricht natürlich nicht der Gnomen. Okay. So, was haben wir noch? Ein Schwein. Ein mächtiger Zweiender. Zweiender. Vielleicht hat der Eberkopf diesem Gasthaus seinen Namen gegeben. Wer weiß. Mit dieser Maschine spielen die beiden dieses seltsame Rollenspiel. Meine Verwandtschaft hätte ihre reine Freude daran. Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird und auch nicht, was die beiden eingeben, aber die Maschine scheint tadellos zu funktionieren. Und das können wir ändern. Das können wir ändern. Ich verstehe zwar nicht, was da angezeigt wird. Hier ist der Serverraum hier drüben. Eine Tür mit einem Schild. Servers Raum. Zutritt verboten, steht drauf. Na dann Rinder. Da steht Zutritt verboten. Nur weil ich in einer Großstadt bin, werde ich doch nicht zum Gesetzesbrecher. Wie, Großstadt? Da steht Zutritt... Ach Mensch. Eine Tür mit einem Schild. Servers Raum. Schade, der will nicht rein. Wir reden mal mit dem nochmal. Sie sind immer noch mit ihrem Spiel beschäftigt. Oh. Und ich wüsste nichts, was ich Sie fragen könnte. Dann schauen wir uns ein bisschen... Nee, wir schauen uns nicht um. Wir sammeln die Käfer. Das Getier wird immer noch da sein. Ja. Ja, da ist es. So. In Ordnung. Ich fülle einige Käfer ins Glas. Ich hoffe, wir müssen keine Löcher reinmachen, weil sie sonst sterben oder so. Im Glas wuseln Käfer, Wanzen und allerlei anderes Krabbelgetier herum. Oh, bitte nicht. Bitte nicht diesen billigen Gag. Okay, ich glaube, den müssen wir im Serverraum lassen. Bugs. Das,
Weil der Computer, der arbeitet fehlerfrei. Das können wir ändern. Das können wir definitiv ändern. Ein ziemlich dreckiger Abfluss. Dort unten dürfte die Kanalisation sein. Okay, da passiert nichts weiter. Da ist... Ach ja, der ist ja hier drüben, ne? Die Tür ist verriegelt. Okay. Mit Intel Inside? Ach, guck mal, ja. Durchgang nur für Berechtigte. Herr Schildträger? Sie sind der Wächter des oberen Tors? Ganz recht. Und du hast keinen Zutritt zur oberen Stadt. Wie ich ihn unten vor dem Stadttor schon sagte, ich muss dringend den Erzmagier sprechen. Und wie ich dir schon sagte, die Wache am oberen Tor hat strenge Vorschriften. Aber warum haben Sie denn nicht gesagt, dass Sie die Wache sind? Ich war nicht im Dienst. Man soll Beruf und Freizeit nicht vermischen. Ach so. Außerdem ist es doch so viel witziger. geht so. Irgendwie muss man doch zum Erzmagier kommen. Was muss ich dafür tun? Nur Leute mit einer persönlichen Einladung des Erzmagiers werden zu ihm vorgelassen. Hast du eine Einladung? Ja. Ja, natürlich. Und? Wo ist sie? Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Doch. Du brauchst meine Einladung nicht zu sehen. Glaubst du ernsthaft, das funktioniert? Ein Versuch war's wert, oder? Nicht wirklich. Also, wo ist die Einladung? Es ist eine unsichtbare Einladung. Eine unsichtbare Einladung? So, so. Ja, von der unsichtbaren Universität? Nie davon gehört. Also, wo ist die Einladung? Die ist in Ankh-Morpork, komm. Mein Hund hat sie gefressen. Darauf werde ich nicht einmal antworten. Also, wo ist die Einladung? Nein, leider nicht. Na siehst du? Und ohne Einladung wirst du nie und nimmer zum Erzmagier vorgelassen. Es sei denn natürlich... Ja? Du wärst selbst ein Magier. Oh. Magier dürfen mit dem Erzmagier sprechen? Natürlich. Er ist immerhin das Oberhaupt ihres Ordens. Kennst du etwa einen Magier? Ja. Ich wäre selbst gern einer. Und ich wäre gern ein Tautropfen auf dem Hintern einer Waldelfe. Warum? Tatsächlich? Wieso? Auf jeden Fall kommen nur Magier oder Leute mit Einladung in den Turm. Und zusammen mit einem Magier dürfte ich dann zum Erzmagier? Nee, der Magier dürfte hoch. Du nicht. Aber du könntest dem Magier ja eine Nachricht mitgeben. Aber ich muss den Erzmagier persönlich sprechen. Wir haben es versprochen. Und ich muss ihm etwas geben. Tja, dann müsstest du schon selbst Magier sein. Woran erkennen Sie denn, ob jemand ein Magier ist? An seiner magischen Aura? Oder am Charisma und der Weisheit, die er ausstrahlt? Am Magierdiplom. Hä? Jeder ausgebildete Magier hat ein Magierdiplom. Das kann er hier vorzeigen und dann lasse ich ihn hoch in die obere Stadt. Das heißt, wenn ich Ihnen ein Magierdiplom vorlegen kann, dann lassen Sie mich zum Erzmagier? Zeig mir ein ehrlich erworbenes Magierdiplom, ausgestellt auf deinen Namen, und ich bringe dich persönlich zum Erzmagier. Wenn es keinen anderen Weg gibt, dann werde ich, Gyron Gilberwood, eben der erste Magier in einer langen Reihe von Piraten werden. Viel Glück! Den Magierlehrer findest du im Wirtshaus. Mal sehen, was der von der Idee hält. Den Namen hat er sich gemerkt. Aber wir sind doch nicht Gyron. Oh, hätte ich das anders machen sollen? Ich besorge mir mein Magierdiplom. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Ich glaube, mit dem... Oh Mann, ich kann doch unmöglich eine Magierausbildung machen, nur um in den Turm des Erzmagiers gelassen zu werden. Vielleicht leiht mir ja der Zaubererlehrer ein Diplom. Und wenn ich den Ring abgegeben habe, naja, vielleicht kann ich es dann wirklich mal probieren. Was haben wir denn da? Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger.
Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Eine Tasche. Sie gehört Herr... Okay, es wiederholt sich. Die Früchte sehen aus wie Weintrauben. In Wahrheit sind es aber Trauben eines Gift-Efeus. Als Kind lag ich wegen denen 2 Wochen krank im Bett und habe die Abenteuer des Ritters Thilo gelesen. Okay, das ist, glaube ich, nicht gesund, ne? So, dann müssen wir mit ihm hier reden. Oh. Entschuldigung. Oh, da geht was nicht. Meister Markus, ich bräuchte... Psst, ich spiele. Ja, aber ich brauche ganz dringend... Später. Aber ohne Magierdiplom komme ich nicht... Hör mal, ich habe wirklich gerade keine Zeit. Meine Steuererklärung ist fällig, da freue ich mich schon seit Tagen drauf. Keine Chance. Solange das Spiel läuft, bekomme ich gar nichts von Meister Markus. Ich freue mich nicht, dass die Steuererklärung ran ist. Entschuldigung. Und Sie unterbrechen das Spiel nie? Manchmal gibt es technische Probleme, dann können wir natürlich nicht spielen. Das ist das Einzige, was mir regelmäßig den Spaß verdirbt, seit ich eine Lösung fürs Toilettenproblem gefunden habe. Aber zurzeit läuft alles, wie es soll? Ja, zum Glück. Ungetrübtes Spielvergnügen voraus. Also dann, man sieht sich. Es muss wohl sein. Was zum... Ein haariger Dämon. Er bedient die Maschine. Der programmiert das Spiel? Das ist jetzt aber nicht der Affe, ne? Oder die Affen, die dann Shakespeare schreiben. Online steht da, was immer das heißen mag. Ich traue dieser ganzen Technik nicht. Für mich ist das alles Magie ohne Magie. Das stimmt. Er hat's erfasst. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl, auf dem der Dämon sitzt. Ich schätze, es ist ein Ersatzstuhl. Der Stuhl sieht genauso aus wie der Stuhl. Der Stuhl sieht genauso. Okay. Für Safe Games. Sorry, der musste sein. Ein kleines schwarzes Gefäß könnte ein Tintenfässchen sein. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Der Dämon könnte es... Der Safe ist abgeschlossen und ich kann ihn mit Sicherheit nicht knacken. Der Safe ist für Safe Games hier. Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein. Da müssten wir ein gewisses Diplom reinhängen, ne? Das Leben von Gradion um 2. Sorry, Quatsch. Warte mal. Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Ich muss doch mal. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel geschrieben zu sein. So ein Quatsch. Der Papierkorb steht genau unter dem Schlitz in der Maschine. Seltsam. Der Papierkorb ist leer.
Na noch. Der Papierkorb ist leer. Okay. Das kriegt mich gerade nicht ein. Okay, warte. Komplett einmal. Im Schrank sind eine Menge Karteikarten. Auf jeder Karte gibt es eine kleine Tabelle und ein Bild. Die Karten sind alphabetisch sortiert. Mal sehen. Seltene Gießkanne, Fassungsvermögen 5 Liter. Mit Geranien benutzen, erhöht die Lebensdauer von Topfpflanzen um 2. Epischer Schnellhefter, bietet Platz für bis zu 16 Formulare. Strumpfhalter der Rutschsicherheit, verhindert das Herunterrutschen von Socken. Auf den Karteikarten scheinen alle Gegenstände aus dem Spiel beschrieben zu sein. Das ist bescheuert. Ich guck dann mal rein. Wollen wir mal den Dämon ärgern. Oh. Hui, der Dämon ist verdammt schnell. Er muss über unglaubliche intellektuelle Fähigkeiten verfügen. Und hat er im Büro epische Schnellhefter? Ist das ein Quatsch? Ist das ein Quatsch? Ach Gott. In Game. So. Okay, ich muss den. Warte mal, kann ich die ansehen, den Stuhl? Nee. Oder? Server ist so mit seiner Arbeit beschäftigt, er wird wohl nichts bemerken. Oh, okay, Server ist beschäftigt. Der Stuhl steht noch, dürfte nun aber ziemlich leicht umkippen. Ist das nicht eher der schwarze Traum des Todes, verringert Lebensdauer von Unterpflanzen auf 500? Okay, ich habe jetzt den Stuhl kaputt gemacht, das ist gut oder so ähnlich jedenfalls. Lass mich raten, und hier jetzt die Bugs rein oder wie? Oder hier? Ach, benutze die Bugs mit dem Server. Mal sehen. Was ist denn jetzt los? Der Server spinnt total. Total verbuggt. Ich hab hier bald die Faxen dicke. Was passiert denn? Da bezahlt man Monat für Monat viel Geld. Die Entwickler machen riesige Gewinne und trotzdem läuft nichts. Das ist doch alles Schrott bei denen. Alles völlig veraltete Technologie. Hier reicht's. Ich schreibe eine Beschwerde. Wenn die ihre technischen Probleme nicht in den Griff bekommen, dann bin ich weg. Ich erst recht. Ausgezeichnet. Das ist wunderbar. Wie es muss ich nur noch für ein zweites technisches Problem sorgen. Und die beiden hören endlich auf zu spielen. Da war ein Zettel. Die erste Beschwerde der Spieler ist schon mal im Papierkorb gelandet. Okay. Die erste Beschwerde... Warte mal, wenn er austauscht, den Stuhl tauschen. Oh, ist ein Server-Crash. Wesen aus Fleisch und Blut hätte das wehgetan. Hey, was ist los? Arg, hier geht ja gar nichts mehr. Ist der Server gecrashed? Ich stehe gerade im eingeschränkten Halteverbot. Das war's. Ich hab keinen Bock mehr. Ich höre auf. Sollen Sie doch sehen, was Sie davon haben. Richtig. Na gut. Eine Chance gebe ich denen noch. Aber nur noch eine. Ist ja nicht so, als könnten wir nicht einfach aufhören. Wir könnten schon, aber wir wollen nicht. Richtig. Außer die kriegen ihre Probleme nicht in den Griff. Dann ist's vorbei. Schreib denen das. Das gibt's doch nicht. Was muss denn noch passieren, damit die beiden endlich aufhören? Na toll. Oh, er hat seinen Stuhl wieder. Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben.
Ich habe jetzt aber nichts mehr, was ich benutzen könnte. Er scheint den Absturz gut überstanden zu haben. Oh, das ist so passend. Ey, kommt los. Der Server ist doch schon einmal gecrashed jetzt. Komm. Entschuldigung. Warum spielen Sie trotz der technischen Probleme immer noch? Ehrlich gesagt habe ich die Nase voll. Da will man in Ruhe spielen und die Technik macht einem immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Genau. Ich habe darauf keine Lust mehr. Noch einmal so ein Chaos und das war's für mich. Na komm, schauen wir mal kurz, ob bei der Führerscheinausgabestelle etwas los ist. Wenn's sein muss. Wollen Sie nicht vielleicht doch einfach aufhören? Vielleicht hast du recht. Nur noch dieses Formular ausfüllen. Und ich brauche neue Brillentücher. Und wir wollten uns noch die Mietzuschussbescheinigung beim Einwohnermeldeamt abholen. Ah, richtig. Aber dann können wir auch gleich noch die Leihfrist in der Bücherei verlängern. Vielleicht ist sogar eines der Bücher überzogen. Ich fürchte, ich muss noch für ein drittes technisches Problem sorgen. Das erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Horizon Zero Dawn. Nur mal ganz kurz gucken, ne? Aber dann ist Schluss. Aber dann ist wirklich also Schluss. Also dann, man sieht sich. Und schwupps, es ist 2 Uhr morgens oder so. So, was haben wir denn hier Hübsches? Hier kommen wir nicht rein, ne? Die Tür ist verriegelt. Der Zaubererlehrer sitzt immer noch im Gasthaus und spielt dieses seltsame Spiel. Das muss der letzte Marktstand sein, von dem der Krämer erzählt hat. Solange der Krämer dieses seltsame Spiel spielt, wird hier nichts mehr verkauft werden. Ja, kommt übermorgen ist es, glaube ich, wieder fertig. Ich muss mal gucken. Kommt wieder öfter jetzt dran. Oh! Hey, was haben Sie da eben versteckt? Gar nichts. Ist der im Dienst? Ich habe gesehen, dass Sie etwas gegessen haben. Und dann haben Sie es versteckt, als Sie mich gesehen haben. Was war es? Ach was, ich habe gar nichts gegessen. Oh doch, es war ein langes, gelbes Ding. Und wenn schon, da ist eine ganze Kiste geliefert worden. Und ich bringe den Rest zum Server, sobald ich meine nächste Pause habe. Banane. Oh, warte mal. Das ist Nahrung für den haarigen Dämon im Gasthaus? Was für ein Dämon? Das ist ein Affe. Ein was? Ein Affe. Und Affen mögen Bananen. Und ich auch. Geben Sie mir eine Banane zum Probieren? Nee, ich habe schon 2 gegessen und der Affe braucht ja auch noch welche. Achso. Tut mir leid. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss die Stadt bewachen. Sie wollen noch mehr davon essen, stimmt's? Vielleicht. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon. Was willst du? Auf der Mar? Wegen des Essens für den haarigen Dämon. Ja? Woher haben Sie die Dämonennahrung? Die Rollenspielfirma schickt jede Woche eine Kiste per Luftfracht. Ich nehme sie in Empfang und bringe sie ins Gasthaus. Okay. Und es stört niemanden, wenn Sie sich jedes Mal ein paar von den Dingern genehmigen? Naja, so ganz offiziell ist das vielleicht nicht. Aha. Aha. Und wenn ich dem Erzmagier davon erzähle, würde er Sie dann nicht bestrafen? Vielleicht. Aber wie willst du zum Erzmagier raufkommen? Oh, stimmt ja. Hast du ein Magier-Diplom? Die beiden Spieler regen sich sehr über technische Schwierigkeiten bei ihrem Rollenspiel auf. Ja, und? Könnten die Schwierigkeiten damit zusammenhängen, dass dem haarigen Dämon sein Essen vorenthalten wird? Na, also, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie wäre es, wenn wir den Händler und den Zaubererlehrer fragen, ob sie das für möglich halten? Immerhin zahlen sie viel Geld dafür, dass das Spiel funktioniert. Also, ich... Und falls es doch an den fehlenden Früchten liegt, wollen Sie vielleicht Ihr Geld zurück? Also schön, hier hast du eine Banane.
Du musst die Schale abziehen, bevor du sie essen kannst. Und nun verschwinde. Vielen Dank. Hat er uns jetzt bestochen? Das ist die dämonische Frucht, die Server so gerne isst. Banane heißt die. Okay. Dann können wir ihn bestimmt jetzt bestechen damit. Vielleicht kann ich ihn damit ablenken. Hey, Dämon, schau mal, was ich hier habe. Was ist denn jetzt? Kannst du noch was tun? Nee, alles steht still. Ich habe ein Leck. Leck! Ich rege mich schon nicht mehr auf. Warum sollte ich mich darüber aufregen? Was? Ich habe mit dem Spiel angefangen, weil es Spaß gemacht hat. Das tut es nur nicht mehr. Zum... Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Teufel! Jorge, geht es Ihnen gut? Jorge, Sie müssen atmen. Kommen Sie, wir gehen an die frische Luft. In ein paar Tagen machen wir weiter, in Ordnung? Ich hab's geschafft. Die beiden haben aufgehört. Hoffentlich kann man jetzt halbwegs vernünftig mit ihnen reden. Der Zaubererlehrer muss mir einfach ein Diplom leihen. Wie soll ich sonst in den Turm kommen? Yes! Oh, der Server wird runtergefahren. Das Spiel ist vorbei. Ob er sich darüber freut? Was? Offline? Der Dämon könnte es bemerken, wenn ich sein Tintenfässchen nehme und furchtbare Rache üben. Oh, okay.